sehr schöne Akkorde, wie ich finde. Viele offene Saiten, viele leere Saiten, die da mitschwingen, die machen das Ganze so schön breit und groß und lassen es so fett klingen. Das sind letzten Endes Akkorde, die du mit zwei Fingern jetzt greifen kannst. Und das auch noch mit den beiden gleichen Fingern, nämlich mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Und ich zeige dir sofort, wie das geht. Unser erster Akkord ist nämlich E-Moll. Zeigefinger kommt da in den zweiten Mund, das heißt in das zweite Feld, auf der zweiten Seite von dir aus gesehen. Das ist die A-Seite. Und der Mittelfinger kommt in den zweiten Mund auf der D-Seite, das ist die dritte Seite von dir aus. Ne? Also hier 1, 2, 3 von dir aus. Und 1, 2, zweite Seite von dir aus. Zeigefinger und Mittelfinger, ganz wichtig. Und jetzt darfst du alle 6 Saiten anschlagen. Und jetzt siehst du schon hier, die anderen Saiten, die du nicht drückst, sollen alle mitschwingen. Fetter Sound, oder? Und wenn das nicht funktioniert und du merkst, irgendwie knarzt und kratzt es irgendwie überall und es klingt nicht schön, schau mal, dass du bei den Fingern, mit denen du die Töne greifst, nicht versehentlich mit der Rückseite der Finger gegen die Nachbarseite kommst. Das könnte nämlich dann so klingen. Da immer die Saiten wirklich einzeln anschlagen und gucken, wo liegt das Problem. Du kannst dich da sehr gut selbst trainieren. Auch mal steil genug mit den Fingern hier stehen, nicht so liegen, sondern relativ steil mit den Fingern gucken. Ich habe hier auch solche Abdrücke von den Saiten, das ist ganz normal in den Fingern. Am Anfang ist es auch normal, wenn du ganz neu dabei bist, dass das am Anfang ein bisschen drückt und vielleicht auch mal in den Fingerkuppen ein bisschen Schmerz am Anfang. Mit ein bisschen Übung, ein bisschen Geduld, wirst du merken, das geht weg und du hast keine Schmerzen mehr, falls es der Fall sein sollte. Und der nächste Akkord, den wir jetzt greifen, Hammer-Sound. Das ist, jetzt für die ganzen Theorie-Fans da draußen, D mit Fis im Bass. Und ist erstmal nicht so wichtig. Es geht erstmal um den Sound hier. Diesen Akkord braucht man in vielen Stücken. Ich zeige dir gleich auch noch ein Beispiel, wo du diesen Akkord sehr gut benutzen kannst. Er wird manchmal sogar auch mit 3 Fingern gegriffen. Aber wir greifen ihn jetzt heute hier mit 2 Fingern. Es ist eigentlich sogar ein D, ja, 6-9 Akkord. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Es ist ein D-Akkord und du brauchst dafür den Zeigefinger im zweiten Bund auf der E-Seite, das ist die Seite, die am nächsten ist, und den Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite, das ist die dritte Seite von unten. So, und du brauchst dafür den Zeigefinger im zweiten Bund auf der E-Seite, das ist die Seite, die am nächsten ist, und den Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite, das ist die dritte Seite von unten. Die Finger sind also hier von E-Moll jeweils eine Seite nach außen gewandert. Hier, E-Moll, und dann der Finger geht dahin und der Finger geht dahin. Jetzt schlägst du bei diesem Akkord, schlägst du alle 6 Saiten an. Aber jetzt hier erstes Special, der Zeigefinger blockiert, dadurch, dass er liegt, die A-Seite. Schau mal. Ich schlage die A-Seite, das ist die zweite Seite von mir aus, an. Und die wird hier von dem Zeigefinger, weil der so ein bisschen liegt und nicht so aufrecht steht, abgedämpft. Und dann übst du jetzt zwischen diesen beiden Griffen erstmal trocken hin und her. Das ist nämlich das Geheimnis, dass die Finger genau wissen, wo sie hin müssen. Dass sie auch wissen, in welcher Position das sein muss. Das kannst du dann immer mal wieder kontrollieren, indem du guckst, klingt der Akkord, wenn ich ihn so greife. Alle Saiten nacheinander langsam anspielen. Du wirst schon hören, wenn da irgendwo ein fauler Ton zwischen sitzt. Und dann musst du gucken, woran liegt das? Liegen meine Finger zu sehr? Bei diesem zweiten Akkord, bei dem D-Akkord, ist das sogar bewusst jetzt so gemacht, dass die A-Seite da nicht klingt, die zweite Seite von dir aus. Dazu kannst du nämlich wunderbar den Song Horse With No Name von America spielen. Mir geht es nur darum, dir zu zeigen, was du mit so 2 echt coolen Griffen, die gar nicht so schwer sind, schon für bekannte Songs spielen kannst. Ich habe das Ganze jetzt wirklich erstmal ganz easy angeschlagen.
Na, immer auf der 1 anschlagen und dann wechseln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das kannst du jetzt in folgenden Schwierigkeitsgraden machen. Du wechselst, schlägst an und versuchst direkt zu wechseln. Dann guck mal, ich hebe, nachdem ich angeschlagen habe, meine Finger schon hoch und gehe schon in die Position des nächsten Akkords. Aber wenn du dich da noch ein bisschen mehr herausfordern willst, zählst du mit im Kopf und wechselst erst, wenn du bis auf der 4 bist. Also schau mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bis zur 3 lässt du den Griff liegen. Und dadurch klingt er etwas länger, etwas schöner noch aus. Das ist aber am Anfang etwas schwierig, da so lange zu warten, bis du dann auf der 1 wieder den nächsten Akkord schlagen musst. Deswegen kannst du dich da ein bisschen herausfordern. Am Anfang direkt wechseln, nachdem du angeschlagen hast, um so im Fluss zu bleiben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt für die Fortgeschrittenen da draußen noch ein Schlagmuster einzubauen für diesen coolen Song. Und zwar geht das zweimal runter, zweimal hoch. Und dann runter hoch. Und dann geht es wieder von vorne los. Sorge wirklich dafür, dass du den Akkord erst wechselst, kurz bevor wir wieder bei der 1 sind. Es ist aber trotzdem so, dass du nicht komplett bis zum Ende warten musst, bis die 1 kommt, um dann zu wechseln. Also schau mal. Beim letzten Aufschlag habe ich die Finger nämlich schon oben und dann schlage ich quasi durch den Aufschlag leere Saiten an. Das ist vollkommen legitim und total üblich. Du musst bei diesem letzten Aufschlag eben nicht, das ist jetzt auch wirklich für die Fortgeschrittenen schon, eben auch nicht alle Saiten erwischen. Wir spielen ja sowieso die ganze Zeit die leere E- und H-Saite, das heißt die beiden hohen Saiten hier an. Und wenn du bei meinem letzten, dann wenn du die Finger hochnimmst, nur diese beiden Saiten erwischst, merkt man gar nicht, dass du eigentlich schon umgreifst, obwohl eigentlich der andere Akkord noch dran ist.